Hallo und willkommen zum Stellarium Tutorial Part 3, das Ortsfenster und das Datum- und Uhrzeitfenster. Hierzu gehe ich auf das linke Schiebemenü und öffne das Standortfenster. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir unseren Standort festlegen können. Standardmäßig eingestellt ist Standort automatisch aus dem Netzwerk ermitteln. Anhand von eurer Internetverbindung wird herausgefunden, wo ihr euch ungefähr befindet. Eine weitere Möglichkeit, seinen Standort einzugeben, ist, wenn man hier in diese Karte einen Ort auswählt und darauf klickt. Ich werde mal das Fenster etwas verschieben. Ihr könnt auch schon erkennen, sobald ich irgendwo draufklicke, wird der Hintergrund und der Sternenhimmel automatisch diesem Standort angepasst. Natürlich ist das jetzt sehr grob. Man kann nicht in diese Landkarte reinzoomen. Für Deutschland würde es reichen, wenn man hier reinklickt, aber das ist ja keine genaue Standorteingabe. Um es genauer zu machen, kann man seinen Breitengrad und Längengrad angeben. Den findet man zum Beispiel raus über das GPS-Modul seines Handys, über die GPS-Informationen oder auf einer Landkarte, wo man dann die Werte eintragen kann. Man kann die Höhe seines Standortes eingeben, ja. Und wenn man ein Notebook hat oder ein Tablet hat, auf dem Stellarium läuft, dann kann man hier auch GPS-Standortabfrage anklicken und die Werte werden dann automatisch hier eingetragen. Gut, es gibt auch die Möglichkeit, hier Orte zu suchen für Freiburg. Dann gibt man den Ort ein. Man wählt ihn aus. Man sieht, hier hat er sich ein bisschen bewegt, dieser Pfeil, und der Himmel im Hintergrund bei Stellarium hat sich auch angepasst. Wenn ihr euren Ort nicht findet, wie zum Beispiel München, da zeigt er nichts an, dann versucht mal die englische Schreibweise. Und dann kann man auch München hier finden. Gut, man hat hier noch ein Auswahlfeld bei den Ländern, wo ich mir raussuchen kann, gehe ich auf Deutschland, sind hier die deutschen Städte aufgeführt und für die anderen Länder entsprechend dann die Städte aus den jeweiligen Ländern. Ich bleibe hier natürlich mal in Deutschland. So, gut. Hier haben wir noch Planet Erde, da komme ich später noch drauf zu. Es gibt nämlich noch die Möglichkeit, dass man sich den Standort auf verschiedenen Himmelskörpern setzen kann. Und das zeige ich gleich im Anschluss. Erst möchte ich hier dieses Fenster noch weiter erläutern. Es gibt die Zeitzone. Hier hat man noch die Möglichkeit, die Zeitzone zu wählen. Ich wähle mal eine andere Zeitzone aus. UTC plus 4 zum Beispiel. In diesem Fall sieht man hier unten, wie sich die Uhrzeit dann geändert hat. Sinnvoll kann das sein, wenn man einen Amateurastronomenfreund hat, der in einem anderen Land, in einer anderen Zeitzone ist. Ja, man beobachtet dasselbe Objekt, dass man eben sich auf eine Zeit einigt und diese hier dann einstellen kann. Für den Gebrauch von Stellarium hier in Deutschland sollte man allerdings Europa-Berlin drin lassen. Ein weiterer Punkt, was hier in diesem Fenster ist, ist die Sommerzeit aktivieren. Die standardmäßig gesetzt, macht auch Sinn. Ich möchte das jetzt auch mal demonstrieren. Ich hole mir gerade das Datum- und Zeitfenster und ich gehe mal einfach auf die Umstellung von der Winterzeit zu Sommerzeit, das ist dieses Jahr am 28.03.
Gehen wir mal vor. 28.03. Dann haben wir um 2 Uhr. So, dann gehe ich mal vor. Und da sieht man schon, dass automatisch um 1.59 Uhr die Zeit auf 3 Uhr springt. Im Frühjahr wird ja die Zeit eine Stunde vorgestellt. Im Herbst wird sie eine Stunde zurückgestellt. Ich habe da eine einfache Eselsbrücke dafür. Ich kann mir das immer gut merken. Im Frühling wird beim Eiskaffee werden die Stühle vorgestellt, ja. Und im Winter, wenn das Eiskaffee wieder zumacht, dann werden die Stühle wieder reingeholt, also zurückgestellt. Gut, lasse ich diesen Haken natürlich raus, dann wird sich, dann sieht man hier, um 1.59 Uhr geht es einfach mit 2 Uhr weiter. Die Europäische Union hat ja festgelegt, dass der Wechsel von Winterzeit, Sommerzeit und zurück, dass das abgeschafft werden soll. Es wurde auch schon darüber debattiert. Allerdings sind sich jetzt die Länder nicht einig, ob sie sich für die Winterzeit entscheiden oder für die Sommerzeit dauerhaft. Von dem her werden wir wohl noch eine Weile mit dieser Zeitumstellung leben müssen. Gut, gehen wir weiter beim Standortfenster. Ich hole es mir mal in die Mitte. Wenn man seine Einstellungen alle getätigt hat, dann kann man diesen Ort als neuen Standort speichern. Dem kann man einen Namen geben. Was ich gerne verwende, das kann ich gleich machen, das ist 50 Grad nördliche Breite. 10 Grad östliche Länge, Höhe nehme ich mal 0 und ich speichere diesen Ort mit dem Namen Mitten in Deutschland. Diesen Ort werde ich verwenden für meine monatlichen Sternenhimmelvorstellung, die ich regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal präsentiere und ich werde den Ort einfach mit Enter speichern. Und ihn für mich auch einstellen, dass der aktuelle Ort als Standard für mich gesetzt ist. Und ich werde ihn für die künftigen Tutorials auch als aktuellen Standort nutzen. Ich möchte noch mal kurz auf die Höhe eingehen, ob die denn eine Auswirkung hat. Ja, hat sie. Das möchte ich mal am Mond demonstrieren. Ich suche ihn mal auf. Zentriere ihn und gehe mal näher ran. Gut, wir haben hier 0 Meter. Ich werde hier jetzt das Gradnetz einblenden und ich werde von der Uhrzeit mal ein bisschen vorgehen, dass man sieht, dass ich eine Linie habe, wo gerade die Mondoberkante zu sehen ist. Gut. Stelle ich an diesem Ort mal eine Höhe zum Beispiel von 500 Metern ein, dann hat man schon gesehen, wie sich der Mond zu dieser Gradlinie etwas verschoben hat. Ich gehe nochmal zurück auf 0. Ich gebe mal ein 1000 Meter. Und da sieht man auch, wie er sich etwas bewegt hat. Da stellt sich auch die Frage, wozu kann man das gebrauchen? Das ist zum Beispiel sehr interessant für Sternenbedeckungen, für streifende Sternenbedeckungen, wo man dann die genaue Mondhöhe hat. Für fernere Objekte wie Planeten oder Sterne, da kann ich diesen Effekt nicht sehen. Da kann ich auf 100.000 Meter gehen und sehe da keine Änderung. Gut, ich blende das Gradnetz mal wieder aus. Und gehe noch etwas
auf das Datum- und Uhrzeitfenster ein. Wir haben hier den gregorianischen Kalender. Das ist der Kalender, wo wir verwenden mit der Jahreszahl, Monatszahl und Tageszahl. Die Schaltjahre wären hier berücksichtigt. Stunden, Minuten und Sekunden. Normalerweise läuft das automatisch weiter. Ich lasse es jetzt mal angehalten. Neben dem gregorianischen Kalender haben wir noch den julianischen Tag. Der julianische Tag basiert auf dem julianischen Kalender von Julius Caesar, der eine Kalenderreform 45 vor Christus vorgenommen hatte. Darauf basierend hat man weiter zurückgerechnet und den julianischen Kalender in Einklang gebracht mit einem 28-jährigen Sonnenzyklus. Ein 19-jähriger Mondzirkel ist mit dabei und auch ein 15-jähriger Zyklus der Indiktion. Und so kommen wir auf diese Tageszahl. Und diese so viele Tage sind vergangen. Seit, ich gebe hier mal 0 ein, wechsel zum gregorianischen Kalender, seit dem Jahr 4712 vor Christus, am 1.1.4712 vor Christus. Da beginnt diese julianische Tageszählung und wird in der Wissenschaft gerne verwendet, weil man mit dem gregorianischen Kalender schlecht rechnen kann. Mit den Jahreszahlen, mit den Monaten, mit den Schaltjahren. Da wird dieser julianische Tag verwendet. Da seit dieser Festlegung, ab wann das beginnt, wie gesagt, 4712 vor Christus sind diese Anzahl an Tage vergangen und nach der Nachkommastall, das ist praktisch die Uhrzeit, ja, würde hier 0,5 stellen, dann wäre es ein halber Tag. Allerdings hat das einen Nachteil, dieser julianische Tag, das wurde damals festgelegt, dass er mittags um 12 Uhr beginnt, ja. Also man hat dann plötzlich mittags um 12 Uhr einen Tageswechsel. Das ist sehr unpraktisch. Außerdem sind die Zahlen sehr lang. Deshalb gibt es einen modifizierten julianischen Tag. Der wurde festgelegt auf den 17. November 1858 um Mitternacht. Das bedeutet, man hat hier wirklich um 0 Uhr dann quasi eine neue Tagesrechnung. Die Zahlen sind auch kürzer im Vergleich zum normalen julianischen Tag. Und diese Werte, der normale julianische Tag wird gerne für Ephemeridenberechnung verwendet, also für Planetenbahnberechnung in wissenschaftlichen Berechnungen. Dieser modifizierte julianische Tag hingegen wird auch verwendet, zum Beispiel in der Raumfahrt, wo man auch eine Zahl hat, mit der man rechnen kann, die allerdings nicht so groß ist. So viel zum julianischen Tag. Ich weiß nicht, ob das jemand benötigt oder auch nicht. In der Regel für den Amateurastronom, er gibt sein Datum, Monat, Tag ein, seine Uhrzeit und der Sternenhimmel wird dann präsentiert. Bei Stellarium kann man beim Datum 100.000 Jahre in die Zukunft springen oder knapp 100.000 Jahre in die Vergangenheit. Was ich zum Beispiel mal machen kann, ich lasse mir mal die Sternbilder einblenden und ich gehe zum Beispiel mal in das Jahr minus 2500.
Das ist die Zeit, wo die ägyptischen Pyramiden in Gizeh gebaut wurden und man kann sich dann den Sternenhimmel anzeigen lassen, wie er zur Zeit der Pharaonen sich dargestellt hat. Ich kann noch weiter zurück in die Zukunft. Ich gebe zum Beispiel mal ein, ja, 40.000. Gehe hier in der Zeit mal etwas hoch. Was wir hier sehen, das ist der Sternenhimmel vor circa 40.000 Jahren. Das war die Zeit, wo der Homo sapiens nach Europa angewandert ist. Und wir sehen die Sternbilder, wie sie sich verändert haben. Wenn wir zum Beispiel sehen, Arktur im Bärenhüter, das Sternbild ist total verzerrt, auch der Herkules, sehen wir, dass dieses Viereck, ja, dass dieser Stern nach innen gewandert ist. Auch die Vega sieht etwas verbogen aus und auch der Flügel vom Schwan. Also es ist ganz toll, wie man hier sehen kann, wie sich die Sternbilder verändert haben. Auch hier der Stier, das ist normalerweise hier ein Dreieck, was zu sehen ist, ist hier auch total deformiert. Also es macht Spaß, sich das mal anzugucken. Oh ja, auch hier das Himmelsweh, das Kassiopeia, ist hier auch sehr lang gestreckt. Was man auch sehen kann, ich springe mal zum aktuellen Datum. Was man auch sehen kann, ist, wenn ich hier das Grattennetz noch einblende, bei uns ist der Polarstern ziemlich nah am Himmelsnordpol, ja. Das wird er nicht sein, aufgrund von der Präzession, die ca. 25.800 Jahre dauert, wird im Jahr 14.000, ich gebe das mal ein, der wird nicht mehr der Pol, na, jetzt bin ich aber weit gesprungen, Moment. So. So um das Jahr 14.000 wird nicht mehr der Polarstern der Nordstern sein, sondern die Vega ist dann relativ nah am Himmelsnordpol. Der Polarstern mit dem kleinen Bär ist zu diesem Zeitpunkt zirkumpolar und die Vega ist der neue Nordstern. Gut, aber auf eine Sache will ich noch eingehen und zwar nochmal zurück auf das Standortfenster. Es geht nämlich um die Planeten. Hier kann ich auch andere Himmelskörper eingeben und ich wähle zum Beispiel mal den Mond aus. Hier habe ich jetzt auf einmal eine Mondkarte, auch wieder mit dem Pfeil. Ich habe Längen- und Breitengrad. Und hier rechts, da habe ich verschiedene Sonden und Mondlandefähren, wo ich mir praktisch den Standort anzeigen lassen kann. Gehen wir doch mal auf Apollo 11, Mare Tranquillitatis. Das ist hier in diesem Bereich. Und der Himmel, das ist jetzt tatsächlich der Anblick im Mare Tranquillitatis. Ich werde jetzt mal das Fenster schließen. Datum und Uhrzeit lasse ich mal. Ich werfe hier mal einen Blick rum. Das Erste, was auffällt auf dem Mond, scheint es Bäume und Lichter zu geben. Da werde ich erstmal die Landschaft ändern, weil es gibt ja auch eine Mondlandschaft von Apollo 17 ist das jetzt. Okay. Ich werde es schließen. Und jetzt sieht man hier die Panoramaaufnahme von Apollo 17, aber da möchte ich doch auch auf Apollo 17 draufgehen. Hier. So, das ist ein bisschen hier, ja, östlich, leicht nordöstlich vom Landeplatz von Apollo 11. Gut, und dann gehe ich mal, lasse ich einfach mal die Zeit vorlaufen. So, die aktuelle Zeit und hier pausiere ich doch mal.
Und dann sehen wir zum einen, jetzt ist Tag auf dem Mond. Ich lasse mal die Sternbilder mir anzeigen. Die Erde steht im Sternbild Skorpion. Ganz fantastisch. Na, dann schauen wir weiter. Wir haben die Sonne, Venus, Jupiter, Merkur, Saturn, sehr nah an der Sonne. Was mich noch interessiert, wo ist denn da der Himmelsnordpol? Ah ja, genau. Wenn ich hier Richtung Norden bin, bei dem Mondlandeplatz, dann sehe ich schon, da ist nicht der Polarstern nah am Himmelspol des Mondes, sondern es ist hier im Sternbild Drachen. Und was man auch beobachten kann, der Mond zeigt uns ja immer dieselbe Seite zu. Ich lasse mal die Zeit vorlaufen. Da kann man schön erkennen, wie vom Mond aus gesehen sich die Erde dreht, dieser Tag- und Nachtzyklus. Und man kann auch erkennen, sie bleibt tatsächlich vom Mond aus gesehen immer an derselben Stelle. Fantastisch. Gut. Bei dem Standortfenster möchte ich noch ein bisschen was ausprobieren. Ich halte dazu die Zeit mal an. Und wo könnten wir denn noch hingehen? Wir könnten zum Beispiel auf den Mars gehen. Na, sehe ich ihn jetzt? Mars, hier ist er. Beim Mars, dann schauen wir, da haben wir auch wieder diese Auswahlfelder beim Mars, welche Sonden, Landeplätze von den Sonden wir aussuchen können. Ich gehe mal auf Pathfinder. Ich schließe das. Auch hier hole ich mir die Landschaft wieder her. Da gibt es auch den Mars. Und tatsächlich hat man hier auch ein Panoramabild vom Mars ausgesehen, vom Pathfinder. Und auch hier kann ich die Zeit mal wieder vorlaufen lassen. Der Marstag hat ja wie die Erde fast 24 Stunden. Und was hier auch interessant ist, auf dem Mars, ja, da haben wir auch nicht den Polarstern am nördlichen Himmelspol, sondern es ist eher zwischen ja, Schwan und Cepheus ist der nördliche Himmelspol beim Mars. Ich lasse die Zeit mal in normaler Geschwindigkeit laufen. Ich suche mir hier jetzt mal die Erde aus. Sie ist unterm Horizont. Ich lasse die Zeit noch mal ein bisschen vorlaufen, dass es Nacht wird. Falsche Richtung. Ich lasse sie mal zurücklaufen. Ja, okay, sie ist am Taghimmel. Ich lasse es mal weiter zurücklaufen auf dem Mars. Das war zu schnell. Nochmal. So, jetzt gehe ich minutenweise zurück. Das ist kurz vor Sonnenaufgang, sieht man die Erde mit dem Mond auf dem Mars aufgehen. Auch eine tolle Sache, die man mit Stellarium machen kann. Als letztes möchte ich noch ein Beispiel zeigen. Als Standort. Es geht um einen Mond, Mimas.
Das ist ein Saturnmond, ja. Das ist ein ganz bekannter Mond. Er hat einen riesigen Einschlag gerade, ja. Man sagt auch, er sieht ein bisschen aus wie der Todesstern bei Star Wars. Auch zu diesem Standpunkt gehe ich mal hin. Ich lasse jetzt einfach mal diese Marsoberfläche und schaue mir an, wo denn der Saturn ist, den sehe ich hier nicht. Nochmal zurück auf das Standortfenster und ich gehe mal auf diesen Krater von Mimas. Da haben wir den Saturn. So. Auch hier lasse ich die Zeit mal ein bisschen schneller vorlaufen. Was wir hier jetzt sehen können, dieses Taumeln von Saturn kommt daher, dass Mimas ähnlich wie der Erdmond fast immer die gleiche Seite zum Saturn zeigt, aber eben nicht ganz genau. Deshalb sieht das so eirig aus. Aber es ist trotzdem ein faszinierender Anblick. Ich werde es gleich mal anhalten. Ein bisschen langsamer. Wieder schneller. So, das ist zum Beispiel auch was man im Stellarium sehen kann. Vom Mond Mimas sieht man praktisch die Sonne. Man hat den Saturn. Zoome ich näher rein, dann habe ich auch die Erde. Und weiter weg, na, etwas näher ran. Dann habe ich auch den Mond, wo ich erkennen kann. Ich halte die Zeit an, dass ich da noch näher rankomme. Man sieht sogar, in welcher Phase der Mond beleuchtet ist. Man sieht die Phase der Erde. Und sehr dicht dran haben wir hier auch Merkur. Auch da kann ich ranzoomen und sehe auch seine Phase. Also wunderbar, dieses Programm, was man da alles entdecken kann. Hier, dann nochmal Himmelsnordpol von Mimas. Da sieht man, das ist der Polarstern auf der Erde. Auf dem Mond Mimas ist auch dort beim Drachen. Ich lasse es gerade nochmal laufen, weil es mich jetzt gerade interessiert, ob der Pol auch etwas, wie soll ich sagen, eiert? Nein, nein, er ist stabil, zumindest in diesem kurzen Zeitabschnitt. Gut, okay, so viel zur Ortseinstellung, zur Zeiteinstellung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Auch wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr auch die nächste Folge vom Stellarium Tutorial nicht verpasst und auch meine anderen Videos nicht verpasst. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und Clear Skies. Ciao.